Ja, hi Leute, hier ist mal wieder euer Mofa-Bär. Wir sind ja wieder mal bei RoboCraft, die zweite Folge sogar heute schon. Ja, ich wollte das letzte Mal hier schon ein bisschen mein Auto umbauen. Es ist ja relativ kacke, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte jetzt mal vielleicht sogar in die Garage schauen. Da stehen doch immer solche vorgefertigten Karren rum. Oh, da hätte ich sogar die großen drauf. Die könnte ich sogar runterbauen, auf meinen großen Roboter draufbauen. Und haben wir sogar noch Räder. Ne, wisst ihr was? Ich fahre mit diesem Ding. Ich werde es einfach ein bisschen modifizieren. Und dann werde ich hier mit dieser Karre ein bisschen rumdüsen. Muss ich sagen, der ist ja gar nicht verkehrt gebaut, wenn ich ehrlich bin. Das Licht hier machen wir raus. Dann bauen wir hier noch eine Scheibe rein. Und dann könnten wir hinten vielleicht noch die ein oder andere Wumme draufbauen. Oder hier hinten sogar vielleicht noch eine ganze Kanone. Wie habe ich das jetzt gebaut? Hier so weg. Und hier zwei oben drauf. Das Ganze können wir dann nochmal hier machen. Dann haben wir ein relativ flaches Auto. Die Leute werden uns wahrscheinlich auslachen, weil wir so eine Kackkarre dann fahren. Aber, wisst ihr was? Das ist mir verhältnismäßig egal. Ja, wir brauchen jetzt erstmal hier wieder ein paar Wummen. Dann baue ich hier einen hin. Okay, dann müsste ich fast noch eins hochbauen. Das wäre schon sehr hoch. Oder ich hole mir einfach aus meiner anderen Garage die anderen zwei Kanonen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Okay, so, dann nehmen wir hier die zwei Kanonen. Dann können wir die nämlich wenigstens auf unser anderes Auto bauen. Was war denn das jetzt? Genau, Slot 1, wunderbar. So, dann schauen wir einfach mal, dass wir hier dann oben noch hier eine Kanone drauf bauen. Und hier noch eine. Können wir uns vielleicht sogar noch eine kaufen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir können uns sogar ein paar kaufen. Damage, okay, mal schauen. Ja, sie machen ja eigentlich den gleichen Damage. Eigentlich wäre es ja sinnlos, hier andere Waffen zu kaufen oder die anderen. Wir bräuchten ein paar Pünktchen, dann könnten wir uns diese Frontmount SMGs kaufen. Achso, das sind auch nur die von der Front. Das nützt uns natürlich auch relativ wenig. Aber wir können uns ein Radar kaufen. Und das werden wir auf jeden Fall machen, denn das Radar ist auf jeden Fall mega wichtig. Jetzt muss ich hier nur schauen. Ich muss es sogar, glaube ich, kaufen. Es kostet 1,55, das ist aber okay. Und das wird man natürlich auch gleich verbauen. Hier so hin, dann haben wir ein Radar und haben erstmal 7 Kanonen auf unseren Wagen und haben dann sogar 8 Räder. Das sollte eigentlich klar gehen. Also ich muss sagen, so schlecht finde ich das Fahrzeug jetzt gar nicht, obwohl es ein Standardfahrzeug ist. Ich werde jetzt einfach mal eine Runde drücken und mal hoffen, dass das jetzt auch dann auch ordentlich funktioniert. Und dieses Geräusch, dieses Dön, das sollten sie ja echt mal rausmachen. Da erschrickt man ja mehr, wie dass es irgendwas einen sagen soll. Ja, okay, wenn ich mir die anderen Autos anschaue, da habe ich ja ein Prachtmobil, so gesehen schon. Ja, hier einfach ein Würfel. Okay, aber es lässt sich gewöhnungsbedürftig lenken irgendwie. Irgendwie lenkt die Hinterachse, habe ich das Gefühl. Das können wir vielleicht das nächste Mal nochmal schnell ändern. Weil das ist irgendwie echt ein bisschen... Es fühlt sich an, als würde das Heck ausbrechen. Da müssen wir natürlich hier jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, hier fahren... Also das Handling ist ja wirklich beschissen vor diesem Fahrzeug. Hier fahren halt echt immer diese kleinen Kackpenner rum. Die Tier 3 und Tier 4 Leute. Mit ihren Plasmakanonen drauf. Da haben wir natürlich mit unserer billigen Fusselpanzerung überhaupt keine Chance. Und ich bräuchte jetzt tatsächlich mal hier ein bisschen Fahrerskills irgendwie. Soll ich mal hier rumfahren? Aber ganz alleine. Es wird schon sehr, sehr schwer, glaube ich, falls da jemand sein sollte. Hier hinten qualmt schon irgendwas. Weiß gar nicht, was das ist.
Nee, hier scheint aber alles sauber zu sein. Okay, da vorne sind wir ja schon fast gleich am Gegner-Spawn. Und wir capturen sogar schon die Flag. Hab allerdings keinen einzigen Gegner gesehen. Doch hier kommen ein paar. Okay, mein Mate, der scheint ja ordentlich hier richtig drauf zu haben. Da haben wir ein paar Gegner. Gegen zwei Stück, ich weiß nicht, bitte gegen zwei Stück ankommen. Ja, den schafft man noch, glaube ich. Schön auf den Fahrersitz. Okay, wir haben sogar Level 2. Amazing. Also ich finde die Karre gar nicht so schlecht. Also sie ist bei weitem jetzt nicht die beste. Aber sie ist jetzt nicht mega scheiße. Also für den Anfang hätte ich mal gesagt, es ist ein richtig geiles Gerät, muss ich ehrlich sagen. Wir capturen jetzt hoffentlich ein bisschen schneller als die Gegner. Und wenn derzeit auch noch kommt, dann werden wir auf jeden Fall gewinnen. Hoffe ich mal. Es wird sehr, sehr eng. Okay, jetzt heißt es tatsächlich entweder oder. Ich glaube, wir werden sogar noch gewinnen. Ne, wir werden verlieren. Schade. Oh nein, wir haben tatsächlich gewonnen. Amazing. Okay, das heißt, unser erster Sieg jetzt innerhalb von zwei Folgen oder der zweiten Folge. Da bekommen wir wenigstens ein bisschen. Ich habe nicht mal einen Kill. Doch, zwei Stück. Sehr schön. Habe ich sogar 527 RPs gewonnen. Ja, besser kann es ja gar nicht laufen. Okay, dann hätte ich mal gesagt, also ich bin jetzt eigentlich verhältnismäßig zufrieden. Allerdings, was ich ändern möchte, das ist dieses scheiß Lenkrad von hinten. Aber der hat vorne auch noch welche. Wenn ich das jetzt vielleicht rausmache, hier hinten normales und vorne vielleicht noch ein Lenkrad hinmache, dann könnte das vielleicht etwas besser handeln. Ich schaue einfach mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir es halt einfach wieder zurücksetzen. Aber ich bin jetzt erstmal zufrieden. Also jeder, der wo auf jeden Fall mal anfangen möchte, würde ich auf jeden Fall mal zu so einem Auto raten. So ab Tier 2, ab Tier 3 ungefähr. Da könnt ihr dann schon ein bisschen was Besseres bauen, denke ich mal. In meinen anderen, oder beziehungsweise in meinen anderen Account bin ich, glaube ich, bei... Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube bei Tier 7... Wie gesagt, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gezockt. Okay, man sieht schon, Tier 4 treibt sich am meisten rum. Tier 1 ist eigentlich weniger. Und ich habe hier sogar noch den Tier 2 Panzer gebaut. Den werde ich mir, glaube ich, vielleicht sogar nachbauen. Wie gesagt, ich kann die ganzen Panzer immer unten in der Videobeschreibung vielleicht verlinken. Oder die Playlist von Robocraft. Von den Tutorials, wie man die Panzer baut. Aber ich finde die Karre jetzt gar nicht übel, muss ich ehrlich sagen. Will man hier gleich rechts runterfahren, denke ich mal. Und lenkt er jetzt besser? Also ich finde ja, ja. Also gefällt mir viel besser das Gefühl gerade. Okay, ich hoffe, der folgt mir. Ja, sehr schön, weil der nämlich ein bisschen größere Waffen drauf. Ich glaube, Tier 2. Werden wir jetzt einfach mal ordentlich brettern, hoffe ich mal. Wir müssen hier nur ein bisschen aufpassen, dass hier oben jetzt nichts kommt. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon in der letzten Folge gesagt, das ist hier so ein Weg, wo sehr selten die Leute laufen oder fahren. Und ich weiß ja nicht, was hier mit dem, was mit dem Ton los ist. Oh, da kommt ein Gegner. Oh, was ist denn mit dem passiert? Ich kann den jetzt leider nicht helfen. Wo ist er denn jetzt hingefahren? Okay, ich glaube, er wurde zerberstet. Hier unten aber auch noch einen. Oh mein Gott, oh mein Gott. SOS. Okay, wenn ich runterfall. Oh, ich habe sogar überlebt. Ja, das ist ja amazing. Oh, da haben wir noch einen. Einfach stehen bleiben, es ist wie bei Counter-Strike und bei den ganzen Shootern und wie sie alle heißen. Stehen bleiben, sonst trefft ihr nämlich nichts. Und dann ist schon wieder der nächste down. Und ey, ich bin sprachlos, also dieses Auto, es ist wirklich gut.
Ich habe jetzt vorne noch meine ganzen zwei Lenkräder, beziehungsweise zwei auf der rechten Seite anscheinend. Und es ist relativ schwer gerade zu handeln. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig fahren. Okay, ich glaube, mit Fahren ist hier allgemein nicht mehr viel. Okay, ich glaube, wir müssen hier die Zeit verweilen. Es wäre noch wichtig, hier überhaupt auf den Spot gerade zu kommen, aber ich tue mir hier gerade schon schwer, hier überhaupt den Berg hier hochzukommen. Nicht runterfallen. Okay, ich glaube, das wird nichts. Das müssen unsere Mates jetzt richten. Ich hoffe, dass wir noch ein paar fahrtaugliche Automobilgefährte da haben. Verdammte Scheiße. Es ist unglaublich, aber meine Mates tun echt capturen. Ich kann jetzt hier leider gar nichts machen. Da, den Typ kann ich hier ein bisschen anschießen. Jetzt schreibe ich doch einfach mal, immer weil es so lustig ist, wenn die Leute Help reinschreiben. Ich habe hier leider kein Umwerfgerät und es wird mir relativ wenig gerade bringen. Denn mir fehlt die Hälfte von meinem Auto, so gesehen. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall eine gute Basis. Oh, wir wurden hier gerade... Es wird, glaube ich, jetzt eng. Ich glaube, dass nur noch einer, der jetzt am Spawn ist, am Gegner spawnt und captured. Und der hat anscheinend hier ziemlich heftige Probleme. Ich glaube, das Match werden wir verlieren. Denn wir haben drei Leute, einer ist am Spawn. Okay, wir haben nur noch zwei Leute und ich bin außer Gefecht und ich denke, der andere ganz genauso. Der fährt hier. Aber man soll den Morgen nicht vor dem Abend loben. Oder wie heißt es? Man soll den Abend nicht vor dem Nachmittag. Sommerferien, was weiß denn ich? Ist mir eigentlich auch verhältnismäßig scheißegal. Ich mache hier noch ein paar Wheelies, solange bis die Runde hier zu Ende ist. Er soll hier mal was machen für sein Geld. Okay, die Runde ist definitiv verloren. Eigentlich können wir auch schon rausgehen. Aber ich will hier noch drinnen bleiben. Was macht denn der hier? Der fliegt hier runter zu mir. Da kriegt er ein Highmate. Was haben wir denn jetzt gemacht? Okay, war aber anscheinend Pause. Bin hier, sieht ja fast aus wie so ein kleiner Shrimp hier mit den Maschinengewehren. Wie heißt der Homo-Nonne? Hit me? Was? Ist ja egal. Ja, liebe Leute, dann war es das eigentlich auch schon wieder von der zweiten Folge. Ja, dann, ja, hätte ich mal gesagt. Ich habe keinen Kill, ich habe einen Assist und 5 Scout. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Falls jemand weiß, was dieses Scout ist, dann kann das bitte mal in die Kommentare schreiben, denn ich weiß es immer nicht. Ich bin immer am Rätseln. Ja, nichtsdestotrotz war es das erstmal von unserer kleinen zweiten Folge. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin, macht's gut, euer Mofa.